Ich erläutere meine kleine, unbedeutende Meinung über Reichtum. In der heutigen Zeit wohl eine Erscheinung, die sich nicht sehr häufig zeigt. Mit aller Deutlichkeit muss ich sagen, dass Leute meist in ihrem Inneren verarmt sind. Sie befinden sich im Starrsinn, ein wahrer Teufelskreis. Um ihm zu entrinnen, muss man sich überwinden und fighten, was die meisten leider nicht schaffen. Der eigene Schatten scheint zu mächtig, um auszubrechen. Wie Versuchsratten im Käfig verrecken wir langsam täglich daran leiden, dass wir weder frei noch reich sind. Doch fast jeder bleibt in seinem Scheiß drin. Nur wenige entscheiden sich für einen Ausbruch, bilden einen Trupp, der das Zuchthaus verlässt, weil er heraus muss. Der Aufbruch ist alleine leider nicht möglich. Meister sind nötig, geben Ratschläge von außerhalb des Käfigs, weil ihnen löblicherweise die Flucht schon gelang. Man muss Persönlichkeit abstreifen, um durch Schlupfloch zu passen, weil wir ansonsten zu breit sind. Nur die Allerreinsten dürfen durch die Pforte schreiten, nachdem sie sich vorbereiten. In jahrelanger, enorm harter Arbeit, Schweiß und Tränen, vielleicht können wir dann einen Teil von wahren Reichtum erspähen.